Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Formel 1 2014 zum Rennen in Kanada. Jawohl, wir starten von Startplatz 2. Und das auf diesem Schwierigkeitsstufe. Das ist der Wahnsinn. So, wir gucken uns die Rennstrategie an. Erstmal gucken wir, wie viele Runden wir haben. Wir haben 35 Runden. Nein. Also mit dieser weich, hart bin ich gar nicht zufrieden. Überhaupt gar nicht. Das hier wird Reifentyp wählen, weich. Diese Reifentyp wählen, hart. So. Ne, wir kommen 10. Runde rein. Das ist richtig. Tüdelü, tüdelü. Tüdelü, tüdelü. Die Reifen, die du während des ersten Boxenstopps aufgezogen hast, werden abgefahren sein, wenn du den geplanten zweiten Stopp einlegst. Okay, so wäre eigentlich optimal. Dann, ne, eigentlich könnten wir auch so machen. Zehn Runden können die aushalten. 25. Runde komme ich rein, wären 10 Runden. Wir können aber auch 26. nehmen. Wir nehmen 26. Runde, Leute. Wir könnten bis 28 gehen. Ein bisschen früher, dann sind die Reifen nicht ganz so abgefahren. Und dann hätten wir 9 Runden zum Pushen. Wäre okay, oder? Machen wir. Machen wir, Leute. Das ist die Rennstrategie, die ich haben will. Wir gucken hier, da ist alles okay. Und ich würde sagen, Leute, rauf auf die Strecke. Wir lassen es rocken. 35 Runden Action. Lewis Hamilton, Startplatz 1. Labor Let's Player, Startplatz 2. Nico Hülkenberg ist nur 17. Macker, was machst du denn? Ja, ja, halt den Mund jetzt. Wieder perfekter Start. Das klappt super mit meinem Start. Rein da. Jawohl. So, und jetzt hauen wir Qualifikationsrunden rein in Asphalt. So, Herr Hamilton, kannst du sofort pushen? Ich ja. Es gibt kein Vorspiel hier. Heilige Mama Maria. Der ist so stinkensauer, dass ich schon wieder an ihm vorbeigegangen bin. Beide Mercedes hinter mir. Das wird so knüppeldick. Ich muss den aus dem DRS-Fenster kriegen, Leute, sonst haben wir ein richtiges Problem. Alter, wie der mithält. Leute, ich stehe wirklich voll drauf, da geht nichts mehr. Thank you.
Das jetzt. Ich muss den Pappeneimer loswerden. Ich fahr zu viel da über den Curbs. Jetzt habe ich meinen Fehler gefunden. Der wird gleich so an uns vorbeischießen. Geht dann nicht. Ups, das war nicht so geplant. Der beschleunigt uns so aus, guckt euch das mal an. Alter. Will der mich verarschen gerade? Jetzt ganz ehrlich, ja? Wollte der stehen bleiben in der Kurve? Oder wie soll ich das jetzt verstehen? Ja, ich muss gerade meinen Stuhl wieder ein bisschen ändern. Also. Jetzt ganz ehrlich, der will mich doch verarschen. Jetzt Vettel Zweiter. Ich muss unbedingt das Auto leichter kriegen, ey. Wir haben keinen Topspeed auf der Geraden. Alter. Mal gut, dass ich so spät bremse. Ja, das werde ich jetzt auch mit anfangen. Ich werde jetzt auf Standard stellen. Weil das ganze Problem ist, dass ich mir nicht erlauben kann, auf den Geraden auf Mager zu stellen später. Ist der Hamilton wieder Zweiter? Das ist der Wahnsinn, Leute. Der Hamilton, der geht und geht und geht und geht.
bremse ich halt noch später. Ich fahre zu langsam. Ich fahre 1,19er Zeiten, Leute. Ich bin viel zu langsam. Ich muss viel schneller werden. Sonst geht das gar nicht, sonst haben wir hier echt gleich ein Problem. Ich bin auf jeden Fall jemand, der die auffällt. Reifen haben ganz schön schon gelitten. Oh Mann, Leute, ey. Ich hoffe, dass ich das wirklich... Na, ich glaube... Spätestens gleich im zweiten Stint, dann werden sie mich überholen. Weil ich anfangen muss, Sprit zu sparen auch wieder. Müssen die zwei Runden wieder reinkriegen. Boah, leckt mich fett. Leute, das ist knüppelhart gerade. Komm doch, Rosberg, komm doch! Alter, wie übel ist das gerade hier? Jetzt sind wir schon eine Fünferkolonne. Weil der Glabürchi hier ganz langsam fährt. Zwei, vier, ja, fünf. Fünf Leute sind wir jetzt schon. Ja, ich versuche jetzt so viel wie möglich Sprit wieder einzusparen, Leute, dass wir gleich mit den Standardreifen, also mit den harten Reifen auf Standarddrehzahlen gehen können. Gehen die natürlich auf weichen Reifen, dann haben wir ein richtiges Problem auf gar keinen Fall, aber dann haben wir müssen wir richtig kämpfen, Leute, um die Leute nicht vor uns kommen zu lassen.
Man muss sagen, im Rennen, im Quali-Twim ist das Auto richtig schnell. Im Rennen haben wir richtige Probleme. Ich muss richtig kämpfen, um das Auto überhaupt voranzukriegen. Ich muss zurückspulen, Leute. Das geht gerade gar nicht. Nein! Nein! Ach, Mann! Ich stehe jetzt schon voll drauf auf der Bremse. So. Ja, ich hätte gedacht, der wird auch in eine Box knallen. Okay, Leute. Sorry dafür. Auf jeden Fall fetten Sorry. So, harte Reifen. Komm, 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 komm. Raus, 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 raus. Vettel, weich. Die fahren weich. Das ist sehr gut. Sehr, sehr gut. Es ist sehr gut. Erstmal Entschuldigung dafür, dass ich wirklich zurückgespult habe, aber ich habe echt gedacht, der würde mit in eine Box fahren. Komm, lass drehen, Junge. Halt den Mund! Geh mir mit deiner Scheißreserve nicht auf den Sack. Nein, zweiter. Jetzt kann der Rosberg vorne wegfahren. Scheiße! Sag nicht sowas. Ey, ich muss mich jetzt hier zusammenreißen. Der Rosberg darf jetzt nicht einen zu großen Vorsprung kriegen. Oh, wir haben DRS gekriegt. Das ist schon mal sehr geil. Oh, zu spät gebremst. Jetzt habe ich es richtig verkackt, Leute. Hamilton ist auch auf derselben Strategie wie ich. Und wir brauchen eigentlich ein bisschen mehr dass ich auf Standarddrehzahlen hochdrehen kann. Scheiße! Optional bis zu der Geraden warten wir noch. Scheiß einen drauf, komm. Versuch die Lücke zu deinem Vordermann zu schließen. Zurzeit sind es 2 Sekunden. Mann, Kacke.
Jetzt reg ich mich aber gerade auf. Alter, warum bremst der denn jetzt so scheiße? Was mache ich? Wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte. Verpiss dich! Oh Leute, Wahnsinn! Eigentlich muss ich Sprit sparen, sonst können wir mit den weichen Reifen das zum Schluss nicht aus. Och Mann, ich krieg die Kurven nicht. Das Problem ist wirklich, Leute, ich habe immer dreckige Reifen. Ich kriege ja gar nicht den optimalen Grip. Oh, na komm da. Das Problem ist, dass der Force India in meinen Augen, wenn er vollgetankt ist, absolute Probleme hat. Und umso leichter er wird, umso schöner ist das Auto. Zu viel eingeschlagen. Boah, jetzt kommt der Alonso. Wer denn noch heute alles, hä? Ja, mein Freund, da war ich nicht schuld. Du musst nicht da außen an mir vorbeigehen in der Kurve. Mit Sicherheit nicht. Sagen wir mal wieder minus eine Runde. Oh nein, jetzt habe ich aus Versehen das falsche Menü aufgemacht. Geht zu. So, wir gehen jetzt nochmal auf Mager. Oh Mann! Ich reg mich gerade nicht über das Spiel auf, über mich. Ich will jetzt was probieren. Mal gucken, ob wir so Sprit sparen können. Und zwar in diesem Viertel, wo es zu langsam ist, stelle ich auf Mager. Und auf der Geraden stelle ich jedes Mal auf Fett. Und hoffe mir so, dass ich Sprit dann gespart bekomme.
Wenn ich rummaule, tut mir wirklich leid, aber ich reg mich echt gerade über mich auf. Nicht übers Spiel oder so. Sind wir wieder volle Drehzahlen. Schafft er nicht. Wieder auf Mager. Und ich sage vielen Dank fürs Einschalten bei Formel 1 2014. Mein Name ist Gabur. Sorry dafür, wenn ich rumgemaut habe. Wir hören uns morgen wieder zum zweiten Teil des Rennens. Bis denn. Tschüss.